Grazie, Pirouetten und vier Pailletten, ein Fest der Eisprinzessinnen und Eisprinzen. Das ist der diesjährige 31. Strauß-Pokal des Sportclubs Berlin. Über 100 Eiskunstläufer flitzen im Erika-Hess-Stadion über das Eis, mal auf einer Kufe, mal auf Bein, mal in der Hocke und stellen ihre Künste zur Schau. Der Strauß-Pokal ist wirklich ein Wettkampf für groß und klein. Die kleinsten von uns haben hier ihren ersten Wettkampf. Die sind natürlich besonders aufgeregt. Die großen sind schon so ein bisschen die alten Hasen und kennen sich hier mehr aus. Für viele Nachwuchstalente ist der Strauß-Pokal der erste große Auftritt vor Publikum. So auch für Lukas Hanika vom Sportclub Berlin, der in der jüngsten Altersklasse eine Sternstunde erlebt. Mit seiner pfiffig vorgetragenen, technisch anspruchsvollen Kühe überzeugt er das Preisgericht und erkämpft sich den Sieg. Ich habe gute Achsel, gute Sprünge und gute Pirouetten gemacht. Sprungsicher, ehrgeizig und fleißig. Anni Jahnke vom Sportclub Charlottenburg präsentiert bei ihrem Kürauftritt die geforderten Schritt- und Pirouettenelemente so schwungvoll und kantenreich, dass sie mit dem ersten Platz belohnt wird. Es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man halt auf dem Treppchen steht und dann fühlt man sich einfach gut. Von den Trainern noch kurzfristig mit letzten Ratschlägen motiviert, zaubert Edelina Alhasova vom Berliner SV 1892 zum Hit Power der englischen Popband Little Mix eindrucksvolle Pirouetten auf dem Eis und steht alle Doppelsprünge ausgezeichnet. Ich laufe schon als 3 Jahre und ich mag wenn ich meine Schlittschuhe anziehe und dann, wenn ich auf Eis gehe. Mit schönen Schrittkombinationen und gelungenen Sprüngen, gepaart mit Ausdruckskraft, ließen die kleinen Eisprinzessinnen und Eisprinzen beim 31. Strauß-Pokal die Strasssteine auf den Kostümen richtig glitzern.